Ich glaube, das darf ich gar nicht beantworten. Also meiner Meinung nach hat das, was da dargestellt ist, mit Liebe wenig zu tun. Also meine erste Zeit habe ich damit verbracht, 4 Stunden zu schlafen und bin dann halt panisch im Bett eingeschlafen. So, Schnellfragerunde, los geht's. Schnellfragerunde mit Christopher Reinhardt. Film oder Serie? Auf jeden Fall Serie bei mir. Lieblingsperson? Meine Freundin. Sport oder Leseabend? Da muss ich sagen, bin ich doch eigentlich eher bei Sport. Ich spiele sehr gerne Volleyball. Ist gerade nicht möglich, aber Spikeball macht auch sehr viel Spaß. Da hat man ein bisschen mehr Abstand. Berge oder Strand? Schwierig. Gerne beides. Also am liebsten eine Klippe, wo unten dann ein schöner Strand ist. Denn ich bin Segelflieger und brauche eigentlich auch Aufwände dafür. Deswegen, Berge sind super. Lieblingsband? Es gibt so vieles gerade. Also ich liebe halt meine Freunde, die selber Musik machen. Zum Beispiel Alina. Oder Elias Hadjois, das finde ich immer alles sehr toll. Physik oder Schauspielerei? Schauspielerei, klar. Netflix, WhatsApp oder Instagram? Ich glaube, das ist dann eindeutig Netflix. Da gibt es tolle Serien, da kann man viel Zeit mit verbringen. Lieber im Theater oder vor der Kamera? Für mich ganz eindeutig vor der Kamera. Lieblingsserie? Ah, gibt es nicht wirklich, aber ich habe vor kurzem die Spukreihe gesehen auf Netflix. Hammer. Sehr, sehr gut. Sehr zu empfehlen. Lieblingsort? Ach, ich bin sehr gerne bei meiner Freundin in Berlin. Lieblingsstadt. Ich lebe hier, ich bin hier aufgewachsen. Ich mag Berlin schon sehr. Interviewfragen. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du erfahren hast, dass du bei Sturm der Liebe dabei bist? Ja, das war eine sehr eindrucksvolle Nachricht, die ich bekommen habe am Telefon. Ich hatte gerade meine Oma abgeholt. Die musste ich mal abholen, damit wir gemeinsam im Garten fahren können. Und dann haben wir im Auto ein bisschen gejubelt und gemeinsam gefeiert. Das war sehr schön. Leider ist sie kurz darauf verstorben, was ein bisschen tragisch ist, aber immerhin hat sie sich noch sehr für mich freuen können. Wie bist du zum Sturm gekommen? Also gab es schon früher irgendwelche Verbindungen zum Sturm? Ich glaube, ich war ganz früher mal für ein Casting da, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, für welche Rolle das war. Ansonsten habe ich eigentlich gar nichts mit Sturm zu tun gehabt vorher und habe mich umso mehr gefreut, dass es dann geklappt hat. In welchen Filmen oder Serien hast du schon mitgespielt und wo würdest du gerne noch mitspielen? Naja, ich habe relativ viel schon gemacht jetzt in den letzten 20 Jahren im Film. Am liebsten habe ich international gedreht. Das war für Genius Einstein mal eine kurze Sache. Das war wirklich enorm toll. International drehen ist wirklich eine ganz, 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 ganz andere Liga als hier in Deutschland. So viel mehr Geld, Professionalität. Das war richtig, richtig toll. Also insofern würde ich sehr gerne wieder in einer Netflix-Serie mitspielen. Klar. Wenn es weiter nichts ist, ne? Kommst du mit deinen Kollegen am Set gut klar und gibt es eventuell eine oder einen, mit dem die Chemie besonders gut passt? Also, ich bin ja jetzt raus beim Sturm, aber zu der Zeit. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst dem Video doch gerne eine positive Bewertung da. Und um kein Video mehr zu verpassen, abonniert doch auch gerne den Kanal. Also, ich habe nach wie vor zum Beispiel noch mit Julia Grimpe zu tun und Julia Gruber, also die Amelie-Darstellerin. Wir verstehen uns eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe noch ein paar sehr gute Kontakte. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht vor der Kamera. Wie bist du dazu gekommen, Schauspieler zu werden? Also bei mir war es so, dass irgendwelche Leute in der 5. Klasse, war das damals, glaube ich, vom Kika in die Grundschule zu mir kamen und meinten, hey, wer will mal kostenlos in einem Film mitspielen? Ja, kostenlos. Dann habe ich da mal mitgemacht und daraufhin wurde ich einfach gefragt von meinem Vater, so, na, wie sieht's aus? Willst du das irgendwie öfter machen? Sollen wir dich bei einer Agentur anmelden? Dann war ich so, ja, warum nicht? Und dann bin ich zu Castings gegangen und ab dann ging es los. Wenn du nur noch eine Folge bei Sturm der Liebe spielen dürftest und dir aussuchen könntest, was du in dieser genau als Steffen machen würdest, wie sähe diese Folge aus? Also wie sieht die Folge aus, wenn ich jetzt nochmal als Steffen dort aufkreuzen wollen würde? Ich glaube, da hätte ich dann einfach Bock drauf, den Fürstenhof an mich zu reißen. Also insofern, er ist ja ein Saalfeld, er ist ja ein Nachkomme. Ja, dann würde ich sozusagen einfach die Saalfeldkarte ausspielen und sagen, das ist jetzt alles meins. Ja, ist nicht so nett, ich weiß, aber es wäre schon lustig und ich glaube auch spannend. Gönnst du der Rolle Franzi ihr Glück mit Tim oder findest du es sehr schade für Steffen, sie verloren zu haben? Ich als Christopher sehe überhaupt die ganze Franzi-Beziehung als sehr, sehr fragwürdig und schwierig an. Also, ob es mit Steffen ist oder ob es mit Tim ist, es ist eine desaströse Beziehungsform, die sie miteinander führen, die nicht unbedingt auf gegenseitigem Respekt beruht, die viel zu viel durchlässt. Also meiner Meinung nach hat das, was da dargestellt ist, mit Liebe wenig zu tun. Aber manchmal ist es halt so, bis man dann daraus lernt und dann irgendwann feststellt, dass man doch mehr und Besseres verdient hat als das. Magst du Steffens Style? Ich glaube, das darf ich gar nicht beantworten. Ich gehe mal weiter.
Wie war es, in dem Musikvideo von Shed a Light von zwei so bekannten Künstlern mitzuspielen und wie lief das Ganze ab? Das haben wir in Cottbus gedreht, es war unglaublich kalt, viel zu kalt, es war der kälteste Dreh meines Lebens. Ich habe nach wie vor Narben von dem Dreh, weil ich da auch so einen Berg runtergefallen bin im Schnee und mein Kostüm halt irgendwelche Schrauben hatten, die so an meine Pulsadern gegangen sind, die nicht abgeschnitten waren. Das ist sozusagen mein Arm ein bisschen aufgeritzt. Es war eine sehr, sehr, sehr kalte Erfahrung. Also, aber ansonsten sehr, sehr schön. Das hat mir vieles ermöglicht. Ich habe dadurch meine Agentur eigentlich erst dann gefunden, also meine jetzige Agentur. Und das war sehr, sehr gut für mich. Hat Spaß gemacht. Ist ja auch ein schönes Produkt geworden, finde ich. Welche Szene fiel dir am schwersten zu drehen? Also, einmal war es auch heftig, da hatten wir halt rote Seiten bekommen, irgendwie 5 Minuten vor der Szene. Und es waren 5, 6 Seiten Text. Und die haben wir auch nicht durchdrehen können. Also 5 Minuten vorher dann 5, 6 Seiten Text lernen, das merkst du vor allem, wenn du halt ja nicht nur den Text aufsagen möchtest, sondern den auch spielen willst, dann bin ich entweder raus oder mein Partner ist raus und dann macht man das 1000 Mal. Das war eine Szene, die hatte ich mit Julia Grimpe. Das war irgendwas im Cidre-Keller. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber das war dann genau so eine 5 bis 6 Seiten-Szene. Da haben wir ein Weilchen gebraucht. Musst du viel Text lernen und wenn ja, wie kannst du dir diesen merken? Oh Gott, habe ich lange gebraucht. Ich habe so lange gebraucht, um den Text halbwegs in meinen Kopf zu kriegen. Und am Anfang, also das wird ja doch die ganze Zeit Text umgestellt und so weiter. Und einfach war es nicht. Also meine erste Zeit habe ich damit verbracht, 4 Stunden zu schlafen und bin dann halt panisch im Bett eingeschlafen und war so. Du musst jetzt aber unbedingt ruhen, weil sonst kannst du es morgen komplett vergessen. Es hat eine Weile gedauert, bis es dann reinging. Und dann war es einfach. Also am einfachsten ist es wirklich, wenn man sich viel Zeit nimmt, die Sachen oft durchliest. Also wir haben das, was in 3 Wochen gedreht wird, haben wir ja schon sozusagen dann ja, zur Hand. Und wenn man da einfach schon gut vorarbeitet, die Szenen immer wieder mal liest, immer wieder mal liest, bis dann die eigentliche Woche kommt, wo man sie dann braucht, dann ist es nicht mehr so schwer. Ja, es ist trotzdem ein 7-Tage-Job. Hast keine Pause, lernst jeden Tag Text. Wie war's ist der Dreh mit den Corona-Einschränkungen? Also Drehen unter Corona-Maßnahmen ist immer herausfordernd. Wir haben es am Ende ja dann ein bisschen lockerer hinbekommen, dadurch, dass wir mehrfach Corona getestet wurden, sind auch in Quarantäne geschickt worden und so weiter, wenn wir uns irgendwie nähern sollten und so. Insofern war es am Ende fast wieder ein normales Drehen. Aber ich muss ehrlich sagen, sich schminken zwischen Takes, also sozusagen man spielt eine Szene, dann wird einmal gedreht und danach puderst du dich nochmal ab und machst nochmal deine Haare und dann wird wieder gedreht. Das bringt mich schon hart raus, nochmal zwischendrin an den Spiegel gehen zu müssen, um mein Make-up zu richten, obwohl du jetzt eigentlich gerade die Szene nochmal spielen möchtest und dann fertig sein willst damit, beziehungsweise ein gutes Ergebnis bringen möchtest. Und dann bist du plötzlich abgelenkt und bist so, aber ich sehe eigentlich so aus, oh mein Gott, wie soll ich denn da jetzt irgendwie sexy spielen? Was war dein Lieblingsmoment bei Sturm der Liebe? Also es hört sich vielleicht hart an, aber eigentlich war es mein Abschied am Ende. Ich wurde einfach von den Leuten gut entlassen, sage ich mal. Also waren alle da, die haben alle gefeiert, es wurde applaudiert, es war sehr, sehr schön. Es war einer der schönsten Momente eigentlich dort. So, auch wenn du weißt, du hast jetzt ein Projekt abgeschlossen und du hast lange dafür geackert und lange dafür gearbeitet, viel, viel Schweiß und Blut ist geflossen und am Ende kommen alle und applaudieren und du weißt, ja, ich habe es jetzt auch wirklich geschafft. So, das ist schon ein schönes Gefühl. Wie verbringst du am liebsten deinen Feierabend nach einem harten Drehtag? Es ist ganz, ganz davon abhängig, wie man den Feierabend da verbringt, je nachdem, wie lange man schon wieder am Set war und wann man zurückkommt. Ich habe sehr gerne mit Janine Gaspar und mit Julia dann den Abend verbracht und wir waren dann irgendwo was trinken oder was essen oder so und haben nochmal ein bisschen entspannt, danach Text gelernt. Dann ging es ja wieder los. Was unterscheidet dich, Christopher, von der Rolle Steffen und was verbindet euch eventuell? Ja, was mich unterscheidet einfach ist, ich habe kein krasses Business am Laufen. Bin Gott sei Dank nicht so eifersüchtig verliebt wie er. Eine sehr, sehr tolle Beziehung. Ich bin einfach mehr als Steffen. Steffen ist ja so ein kleiner Auszug von mir. Er ist ja kein Mensch, er ist eine Figur. Wie sieht ein typischer Drehtag für dich aus? Vielleicht von morgens bis abends einmal durchgehen. Es gibt eigentlich nicht so etwas wie einen typischen Drehtag, weil jeder Drehtag anders ist und man hat andere
Zeiten, an denen man anfängt, anderes Pensum jeden Tag. Manchmal hat man 10 Szenen, manchmal nur eine. Deswegen, es kann sein, dass ich da erst 14 Uhr auftauche. Es kann sein, dass ich dann schon um 6.30 Uhr abgeholt werde von zu Hause und wir dann losfahren in einen Außendreh oder irgendwo hin. Und du bist den ganzen Tag unterwegs, hast eine Szene nach der anderen zu drehen, hast keine Zeit irgendwie zu essen, zu trinken zwischendrin. Und dann, wie gesagt, der nächste Drehtag sieht komplett anders aus. Also es gibt keinen typischen Drehtag, so gesehen, für mich. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Rolle. Bis dann, man sieht sich. With the